So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Eigentlich wäre heute Raider Mittwoch dran, aber ich habe momentan nicht den Kopf dazu, diese ganzen 1000 Gespräche durchzugehen. Ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen, bin eigentlich bettlägerig. Wir waren jetzt aber gerade beim Kinderarzt, weil Jonas hat auch Fieber mittlerweile. Es wird immer schlimmer alles. Eine Tablette nach dem anderen stopfe ich mir rein alles und habe gedacht, ich muss heute trotzdem meinen 60. Raid machen. Denn der Titel heißt Shiny, Shaymin und der Meisterball. Das heißt, wir haben einen Shiny, wir haben einen Shiny, Shaymin und wir haben den Meisterball. Mit dem Meisterball wollen wir anfangen. Mir fehlt nämlich noch genau ein Raid bei der befristeten Meisterballstudie, um den Meisterball zu kriegen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf die Arena. Wir machen es nämlich in verkehrter Reihenfolge. So, ich drücke jetzt mal hier drauf. Ich lade mal kurz ein. Ich habe den Raid nämlich wieder gepostet in die Raid-Gruppe bei Telegram. Ganz spontan. Als ich auf dem Rückweg war, habe ich nämlich gesehen, hier gleich um die Ecke ist direkt noch ein Raid auf. Hab Pupsi und Jonas jetzt zu Hause rausgelassen, dass der sich wieder hinlegen kann. Der ist nur am Quengeln und Schreien die ganze Zeit. Wenn es nicht besser wird, dann keine Ahnung. Jetzt hoffen wir mal, dass es besser wird. Der kriegt ja immer schön seine Zäpfchen. Ich kriege immer so Paracetamol. Aber mehr kannst du eigentlich gar nicht machen, momentan gerade. Schüttelfrost und Schwitzen wechselt sich immer noch ab. Das ist sehr schön. Momentan tut es aber gut, mal kurz an der frischen Luft zu sein und einfach mal durchzuatmen. Ja, der Hustenreiz, wenn man viel redet, ist immer der Hustenreiz da. Das heißt eigentlich, hör auf zu reden, da wäre auch Raid am Mittwoch eben nicht so gut. Ansonsten den ganzen Tag schlafen, keinen Appetit, keinen Bock, kein gar nichts, schlafen. Wir haben also Shiny, Shaymin. Und Meisterball. Fang an mit Meisterball. Dazu brauche ich den 60. Raid. Die letzten Tage habe ich Raids für mich gemacht, weil ich hatte da auch keinen Kopf, jetzt großartig was zu posten, zu machen, Leute einzuladen, hin und her. Habe dann auch einfach mal nur mit dem Daily Pass einen kleinen Raid gemacht, wenn einer in der Nähe war. Wir mussten gestern auch schon zum Kinderarzt. Wir müssen morgen auch wieder zum Kinderarzt. Es ist auf jeden Fall alles momentan ein bisschen stressig. Die einzigste, die eigentlich noch gesund war, war Marie. Die hat sich jetzt auch noch angesteckt, weil sie immer am Jonas rumfummelt. Jetzt fängt die auch an zu husten und zu schnupfen. Ich sehe auf jeden Fall die Shenaya, die ist am Start. Die wurde ja eingeladen, der Henry, der Matze, der Creeper. Grüße gehen raus an der Stelle. Das müsste heute auch eigentlich der letzte Tag sein, wo... Lass mal nachdenken, was ich sagen will. Wo Genesek da ist, genau. Mein Kopf verhämmert einfach nur. Es müsste der letzte Tag von Genesect sein, sodass morgen ja eigentlich der Raid-Boss-Wechsel ist auf irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr was. Das heißt, morgen würde ich, weil wir ja eh wieder auch zum Arzt müssen, gucken, ob ich trotzdem irgendwie vielleicht den Community-Raid hinkriege. Genau, den Community-Raid irgendwie machen kann für morgen. Ich hoffe, morgen ist auch Raid-Boss-Wechsel. Nicht beim letzten Mal, dieses Jahr Donnerstag ist Wechsel, dann war es am Freitag. Ob das jetzt dann deswegen um einen Tag verschoben wird alles, keine Ahnung. Dann war ja Genesect kürzer da als alle anderen, aber scheint den meisten eigentlich auch wurscht zu sein. Habt ihr schon ein Shiny bekommen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe bisher von 7 möglichen Genesect Raids oder 6 Stück gerade mal 2 Stück gemacht, weil ich, wie gesagt, die anderen Pässe, meinen täglichen Pass, dann immer für was anderes ausgegeben habe. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob hier, weil Pupsis Account ist auch dabei. Die Nudel ist auch dabei. Ich habe sogar vergessen, Team zu machen. Team wäre auch noch was gewesen, aber Teamplay kommt gerade auch zu kurz. War auch keine Zeit. Ich bin jetzt eben eine Sekunde, bevor der Raid aufgegangen ist, erst angekommen. Deswegen hat es auch noch mal ein bisschen gedauert mit dem Einladen. Gewinne 60 Raids. Ist jetzt auf jeden Fall fertig. Wir gucken, es ist kein Shiny. Es ist 18,94. Damit ist es zumindest das höchste aus der Runde. Ich glaube, 19,16 war der 100er wert. Ich wollte das sogar eigentlich im Auto aufnehmen, damit ich bequem sitzen kann und meine Ruhe habe. Aber das sah so bescheuert aus im Auto gerade. Und man war so eingequetscht, dass ich gedacht habe, ach komm, stell dich einfach kurz raus. Die 5 Minuten wird es schon gehen. Wir fangen das mal kurz hier weg. Eins, jetzt bleibt gefälligst drin. Ich habe keine Zeit.
Gene. Hui! Hört ihr die kleinen Vögelchen im Hintergrund zwitschern? Also diesen heftigen, brutalen Raben, der mir gleich die Augen auspickt. Das sind die Geier, die kreisen schon überall. Was das gerade war, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall komisch. War bestimmt auch irgend so ein Buzzard-ähnliches Individuum, was hier sich die Ehre gibt. So. Achso, es müsste ja dann, glaube ich, Kobalium, Viridium und Terrakium kommen in irgendeiner random Reihenfolge. Terrakium, glaube ich, als letztes. Da fängt es bestimmt mit Kobalium an. Dann geht es in Viridium über. Und dann kommt Terrakium, Angaben ohne Gewehr. So, der ist jetzt auf jeden Fall drin. Das heißt, wir können jetzt den Meisterball abholen. Haben sogar hier ein 3-sterniges, den Rest können wir weglassen. Lichtfestival, muss noch Eier gebrütet werden. Meisterstudie hier, zack, da kriegst du jetzt den Meisterball. Guck dir die Animation an. Auf dem Hauptaccount habe ich 2 Meisterbälle gehabt, habe keinen einzigen benutzt. Dann war der Hauptaccount weg. Jetzt habe ich den ersten hier beim Habanero und weiß auch nicht, was ich mit dem machen soll, weil jetzt gefühlt geht es ja um nichts mehr. Zweiter Punkt nach Shiny, Shaman, Meisterball ist das mittige, das Shaman, da gehe ich mal auf Spezial. Wir haben letztens beim C-Day geguckt, da habe ich so einen Sylord aus der Aufgabe bekommen und wollte das fangen. Bin mit dem Schnellfangtrick drauf, das hat es aber nicht gefangen. Nee, ich bin geflohen. Ich bin geflohen, weil ich später abholen wollte und dann war das irgendwie nicht mehr da. Jetzt haben alle gesagt, das versteckt sich da oben dahinter. Ich wusste gar nicht, dass man diese Spezialbelohnungen auch stapeln kann. Und habe die ganze Zeit hier oben schon ein Shaman drin liegen, wo ich immer nicht wusste, wann ich das machen soll. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wenn wir eh schon den Meisterball gerade haben, dass wir auch endlich das Shaman fangen. Shaman ist das Pokémon, was damals, glaube ich, zum Go-Fest Berlin und so. Da waren wir vor Ort in Berlin. Habt ihr gesehen, bestimmt. Weltweites Go-Fest war ich Gera. Vor Ort Go-Fest Berlin waren wir in Berlin. Das war richtig cool. Das ja drauf, London war ja nix. Jetzt wird es, keine Ahnung, wahrscheinlich nie wieder Go-Fest für mich geben. Pokédex-Eintrag vom Shaymin. Guckt ihr den an. Und ist er gut, ist er schlecht? Hat zumindest 2 Sterne. Jetzt gucke ich gleich mal, ob jetzt dahinter hier das Sylord ist. Ist ein Krakelo drin? Hä? Dann tun wir das mal weg. Haben wir ein Strepoli drin? Stehe ich nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Meisterball. Wir haben Shaman. Wir brauchen nur noch ein Shiny. Ich kann immer hier oben, da ist das Sylord, was ich nicht fangen wollte, weil es der Pokédex-Eintrag gewesen wäre. Ich den Pokédex-Eintrag aber machen wollte über eine Entwicklung. Jetzt sind die Dinger hier oben auch weg, weil die 3 hier aus der Quest kommen. Können wir die mal kurz bewerten. Die sind alle schlecht. Und jetzt brauchen wir noch ein Shiny und dafür gehe ich hier auf die Feldforschung. Zack! Shiny zu Biris mitgenommen. Das können wir auch gleich bewerten. Und dann haben wir alles dabei. Shiny, Shaman und zu Biris. Und dann gibt es wieder Ibuprofen und dann gibt es wieder Panenol und dann gibt es auch, keine Ahnung, Bepanthen, ist das nicht Wund- und Heilsalbe? 610 mitgenommen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wie gut war euer Shaman? Schreibt es mal in die Kommentare. Es ist bestimmt schon 100.000 Jahre her. So, gute Nacht.